Hallo Leute und willkommen zu einem kleinen Real Talk Video. Ich weiß nicht, ob ich das Video schneide oder direkt hochlade, es kommt darauf an, wie ich zeitlich Zeit habe. Und zwar rede ich heute mal über die momentanen SSO-Probleme, die ja viele von euch auch haben und ich auch dazu gehört habe. Aber ja, also ihr wisst ja alle, ich bin auf dem ersten deutschen Server und der erste deutsche Server ist ja eh total überlaufen. Also da sind ja alle möglichen drauf und viele große YouTuber wie Kadi und Alicia sind hier drauf. Dann auch etwas kleinere YouTuber und halt viele von denen ihren Zuschauern und halt auch Fans. Und deswegen ist der Server 1 ja auch mega überlaufen. Der Server 1 ist praktisch so der YouTube-Server, so nenne ich ihn eigentlich immer. Ich habe keinen Kontakt mit irgendwelchen Leuten, die auf den anderen Servern sind. Deswegen weiß ich nicht, wie es auf den anderen Servern aussieht. Aber wahrscheinlich genauso schlecht wie bei uns. Ich habe jetzt seit mehreren Tagen keine SSO-Probleme mehr. Also ich gehe ja jeden Tag trotzdem on und mache meine Pferde und schließe momentan die Risse, weil ich die noch nicht fertig habe. Und da habe ich jetzt gemerkt, wenn ich die Grafik höher drehe, also jetzt hier, ich habe die Grafik gerade ein bisschen höher als sonst. Ich habe sie... Hilfe, Mann! So. Ich habe sie eigentlich niedrig, ich habe sie jetzt ein paar Balken höher gestellt. Wenn ich jetzt die Grafik runterschieben würde, wird es auch noch flüssiger die Aufnahme laufen. Aber ich mache es für die Aufnahme, weil ich jetzt nicht rumrenne, ein bisschen höher. Ansonsten habe ich Vertical Scenic und Post Effect ausgemacht. Vollbildschirm führt bei manchen zum Absturz, aber ich weiß halt nicht, wie es bei euch ist. Also ich habe es noch nicht ausprobiert, ich will es auch noch nicht ausprobieren, weil ich das nicht nötig habe. Und ich habe zum Beispiel heute überhaupt gar keine Probleme gehabt, mich. Also ich hatte Gott sei Dank noch gar keine Probleme, mich einzuloggen oder auszuloggen. Also okay, ausloggen ist ja nie ein Problem, aber ich hatte kein Problem mehr mit dem Einloggen. Also bei mir ging SSO die ganze Zeit noch durch. Es hat halt mega gelaggt und sind ja auch die News rausgekommen, dass man jetzt seine Grafikkarte aktualisieren muss oder den Grafikkartentreiber. Und damit hatte ich Gott sei Dank keine Probleme, weil ich könnte mir keine neue Grafikkarte leisten, besonders bei der PC, den ich habe. Also es ist kein PC, es ist ein Laptop, der ziemlich neu ist. Den habe ich zu meinem Geburtstag gekriegt dieses Jahr, zum März. Und dann direkt eine neue Grafikkarte, das geht nicht. Und ich glaube, bei meinem kann man sogar die Grafikkarte gar nicht wechseln. So, dann habe ich extrem gemerkt, dass es mega leer ist auf dem ersten deutschen Server, besonders wo ich mich heute eingeloggt habe. Es war niemand da, es rennen hier manchmal nur wirklich ein paar Leute rum. Und in den Ortschaften ist so gut wie gar nichts los. Da war das in den letzten Tagen viel, viel extremer. Ich weiß jetzt nicht, ob noch mehr Leute nicht mehr reinkommen. Aber in den Dörfern, so wie bei Steve's Farm, ist nichts los, genauso wie in Fort Pinter. Und wenn ich rumrenne in den Dörfern, es leckt nicht, es hängt nicht, gar nichts. Und da habe ich mich komplett gewundert. Deswegen würde ich mich mal gerne über eine Rückantwort freuen, ob es bei euch auch so ist, ob ihr gar nicht reinkommt, ob ihr reinkommt oder euer Spiel lag oder ob ihr das Problem habt wie ich, dass ihr auch nicht so viele Leute seht, aber es weniger geworden ist, definitiv. Und ja, ansonsten wollte ich mich bedanken für 1400 Abonnenten. Ich weiß gar nicht, ob ich dazu ein Video gemacht habe, ich glaube aber nicht. Und ja. Das war es auch alles schon mit dem Real Talk Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Es war ein bisschen kleiner. Ich hoffe, dass ich auch bald Neustart drehen kann. Leute, ich hatte noch keine Ferien, keine Herbstferien. Und wir haben nur eine Woche Herbstferien. Und ich weiß nicht, was ich diese Woche schaffe. Und ob ich überhaupt was schaffe, weil ich nach den Ferien direkt 2 Arbeiten schreibe. Und deswegen drängelt mich da einfach nicht. Neustart kommt, wenn es kommen soll. Und wenn nicht, dann nicht. Und ja, das wäre halt voll gut, wenn ihr mich da nicht unter Druck setzt, weil ich weiß, ihr wollt vielleicht eine neue Folge haben, aber ich kann es von zeitlichen Gründen halt auch aus nicht immer tun, weil es auch viel Arbeit ist und man auch ein Konzept dazu braucht und alles. Und deswegen fragt einfach nicht, Neustart kommt, wenn es kommen soll. Und ansonsten wünsche ich euch noch eine schöne Woche und wir sehen uns. Ciao!